Haben gleich wieder keine Silizium mehr. Kern. Da haben wir 200 Schuss drin. Die Pflanze hier noch rein. Die Tür ist auch kaputt. Also kann auch der Notfallbehälter hier mal bitte weggehen. So, Muni haben wir. Der hat gerade geschossen. Wenn wir jetzt allerdings. Wir gehen hier noch runter. Dich! Geräte. Kanonengeschütz. Zugriff. Licht. Oh, kann ja nicht mehr viel gefehlt haben. Base Attack Drohnen, da freust du dich, wa? Und denn hier nur für so ein scheiß Pull-up-Patz hier, ey. Ich habe kein Silizium mehr, kein Kobalt mehr, kann mit dem Ding hier auch nicht. Ach, super. Alles hier zerstört. Ich brauche. Jetzt muss ich mal alles hier wieder umräumen. Um meine Kiste. Stahlplatten. Kiste. Das brauche ich noch nicht rein. Ja, gute Frage. Oh, schönes Loch hier. Das wurmt mich ja hier auch echt, dass der das hier alles zerlegen.
So. Reparieren. Okay. Halt hier. Gut, dann ab in die Fabrik. So, und jetzt haben wir nämlich das nächste Problem. Dass wir nicht genug Rohstoffe haben, um die Fabrik aufzufüllen. Das heißt, wir haben schon wieder keinen Bodenglätter mehr. Was ist das hier? Space Race. Ja, dann sind Level 15, um diese Maximum zu aktivieren. Finally haben wir die was. Now you have invoked Cryo Sleep. You must check your base and the equipment of the UFP has provided you with UFP. Find the Zirax Promethium Refinery nearby. Wo ist denn das? Okay. Keine Ahnung. Hier. Ich wollte jetzt erstmal das hier in die Fabrik schmeißen. Stahlplatten. Elektronik. Kupfer. Silizium. Kupfer. Speichere hier nochmal ungefähr 20 Silizium. Nein! Jetzt fehlt uns hier so ein bisschen der Kupfer. Nein, haben wir noch. Haben wir noch. Haben wir noch. Ganz, ganz entspannt, Olli. Ganz entspannt. Und noch 11 Eisen. Produktion in 5 Minuten. So, der Vollender. Zirconium. Gold. Haben wir schon ATM? Ne, noch nicht. So, jetzt können wir noch mal hier einstellen. Kanonengeschütz. Other Factions. Warp-Antrieb, geschützt, befestigt. Predator. Ja, theoretisch könnte er auch auf Predator. Alien auf Pre. Nein, 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 nein. Komm auf. Entschuldigung.
Na gut. So. Ja, Leute, das war's erstmal. Ich habe hier schon wieder keinen Platz mehr. Und ich habe auch keine. Kriegen wir einen Nahrungsmittelprozessor hin? Nein, kriegen wir auch nicht mehr. Computer, Elektronik, Glasfasern. Zwei hoch, zweimal. Das sind vier. Braucht zweimal vier. Zweimal vier. Dreimal drei, viermal vier, fünfmal fünf, zweimal zwei. Einmal zwei. Okay, hat sich auch erstmal wieder erledigt hier. Ah, hier haben wir eine Kiste. Endlich. Rüstung. Rüstung hier unten. So, Rolltore. Betonblöcke. Alles, was ich hier nicht brauche, jetzt kommt da erstmal rein. Okay, wir stellen jetzt erstmal Munition für mich nochmal her. 10. Okay. Promethium haben wir. Ein Scharfschützengewehr und eine Schrotflinte. Noch 6 Schuss, da kriegen wir noch 5 raus. So, erstmal wieder 125 Schuss. Genau. 170, alles Klärchen. Dann können wir nämlich die anderen da hinten abflicken und dann noch mit dem Vollernter wieder los. Aber gut, da würde ich sagen, ich guck mal hier ganz kurz, wie lange hier unser Dings reicht. Aber ich muss mal hier ganz kurz mal wie lange hier unser 17 Minuten. Das ist ja nicht mehr viel. Zu Hause spawnen, ja. NWO. Basis. Basis. NWO. Gut, der stellt natürlich her, dadurch verbraucht er jetzt mehr auffüllen. P 350 350. Jetzt hat er das so gemacht, wie wir es wollen. So, noch mal auffüllen. 450. Sind die alle kaputt hier oder was? Ja. Kanonengeschütz. Oh, Kanonengeschütz. Das müssen wir reparieren. Das ist wichtig. Wenn das weg ist, haben wir ein Problem.
Das müssen wir noch reparieren. Das ist von enormer Bedeutung. So, und hier ist auch irgendwie alles kaputt. Gibt es eigentlich automatische Basisreparatur? Alles kaputt geschossen. Wir brauchen unbedingt das T2-Werkzeug hier. Aber der ist auch schon. Der muss noch. Der wäre jetzt dieses weggebrutzelt hier. Wir könnten ja mal die Hydrogenzellen reinschmeißen, mal gucken, wie lange die Basis denn hält. Obwohl wir könnten. Nee, aber wenn wir die Basis ausschalten, das wäre ja auch doof. So, komm mal her, hier Hydrogenzellen. F. Kraftstoffzellen. Mal rein hier. 115, also super. Also super. Kraftstoffzellen. So, Muni, Schrotflinte, zack, zack. So, Motor kann da rein. 30, 50 mm hier. Rein hiermit. 9, 6, aufgefüllt. Dann können wir uns die Schuss schon mal nehmen, die uns hier wichtig sind. So, eine Tür. Und dann nachher machen wir noch Muni. Eine Tür können wir auch nicht mehr bauen, weil uns Elektronik fehlt und für Elektronik fehlt uns Silizium. Was? Lithiumbahn. Wir brauchen unbedingt Silizium. Wir müssen als nächstes unbedingt Silizium holen. Kobalt, Schotter, Kupfer. Neodymium. So, Wachstumszeit. 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 Das kommt alles mal hier unten hin. Das müssen wir auch früher oder später anpflanzen. Noch 84 Hunger. So, Kühlschrank. Den gibt es ja zum Glück noch. Futtern. Futtern. Dann sind wir bei 330. 430. Und das Brot. 98. Sehr schön. Gut, würde ich sagen, das war es erstmal gewesen. Ich brauche Promethium. Pellets. Das war es erstmal gewesen für 8 Stunden. Das ist nicht viel. Komm, dann müssen wir noch. Ich muss jetzt mal noch hier 10 Stück mal herstellen. Und aus einem Promethium kriegen wir 10 raus. Also wir haben 1490. Mein Ohr juckt. Ihr Arsch, Mann. Jetzt kommen hier schon wieder Drohnen. Ey, ist das denn zu fassen?
Verwalten. So, wie lange reicht der Strom jetzt? Achso, 1 Stunde 5, weil der hier produziert. Ich brauche unbedingt ein kleines. Ich muss die Drohnenbasis irgendwie ausschalten. Eisen, Kupfer, Silizium, Kobalt. Ich würde ja gerne den aber Level 20. Und auch Sachen, die ich hier irgendwie gar nicht habe. Und den spawnen wir mal erstmal noch nicht. Weil, schlecht. So. P. Okay, es würde für 38 Stunden reichen. Dann können wir den erstmal ausschalten. Der Rest muss ja leider drin bleiben. Munitionskiste. So, da sind 500 drinne. Jetzt mit dem Moped fahren. Alle Fälle packen wir mal das Ding hier noch hin. Das andere nehmen wir mit. So, wo sind denn die Drohnen? So, der Trick ist, ihr habt ja gesehen, also das Ding war ja eben nicht da. Du müsst ihr einmal nur Tab und nach draußen drücken. Da ist er. Das ist die Drohne. Kann ich hier? Kann ich hier? Triffst du auch mal. Danke. Also ich brauche definitiv mehr Schuss. Der 300 Meter. Base Attack Drone Large. Oh, guck mal, hier unten ist so ein Stein. Den würde ich auch gern haben. Was haben wir? Pentaxid. Juhu. Aber wir wollen erst die Drohne holen. Weil die nämlich nachher verpieselt sich. Und nachher haben wir das Problem, dass die ja nicht nur einzeln kommen, sondern die kommen ja dann ja zu dritt, zu viert, ne? Das steigert sich ja prozentual, bis irgendwann keine mehr da sind. Also wir müssen unbedingt noch Muni produzieren. Muni bis zum Getno. Ja, nun komm jetzt hier. Ah, hier, Silizium. Naja, das hat sich ja wenigstens teilweise gelohnt jetzt. Entfernen von Stein. Das müsste die richtige sein. Genau. Schotter, Kupfer, Eisenerz. Was bist du hier? Oh, wir haben noch einen Pflanzenmonster. Aber nicht von mir. Hey, Silizium und Kupfer. Licht? Hände frei. Und im Moment noch den Stein als letzte Aktion hier. Wo war ja noch Pentaxid gewesen? So, 7. Silizium, Kupfer. Was bist du hier?
Hast du die Vorbereitung für irgendwelche anderen bösen Viecher? Prometheumstein. Ach, Prometheum. Eieiei, das dauert hier, ey. Ich brauche Kaffee. Ich brauche ganz dringend Kaffee. Lithium, Eisen. Wie jetzt? Willst du mich jetzt rollen hier? Nichts draus gekriegt. Okay, wir werden jetzt aber noch hier Schuss herstellen. Wir brauchen definitiv ganz viel Schuss. Werden wir gleich mal gucken. Jetzt hüpft er hier langsam hin. Wie viele Schüsse noch drin sind, der hat ja ein bisschen was verbraucht. Ne, auf P vielleicht? Ne. Okay, aber wir stellen trotzdem. Noch Muni her. Also erstmal für meine noch. Vielleicht sagen wir mal so noch 10, 20 und dann hier noch 30 mm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sind 500. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1000. 1500. 2000. So. Minigun-Geschützen, ja, hätte ich gern. Pistolenstummel T2, da brauchen wir das Gewehrabsatz. Erdscanner, den brauche ich auch noch. Leichte Rüstung, so, dann. Vierzig, 2500. 3000, so, reicht jetzt auch. Erdscanner. Energiematrix brauchen wir dafür auch. Und das muss ich jetzt irgendwie neben dem Bohrer. Sieben Meter Reichweite. Ja, das müssen wir anders mal probieren. Also der Erdscanner, so, den muss man neben dem Bohrer haben. Ja, seht ihr da? Beziehungsweise dann im Inventar, wenn man fliegt, und dann kann man den quasi benutzen. So, das hier reicht jetzt auch erstmal aus. Gut, aber jetzt aber wirklich hier. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche allen noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal und ciao.